Sicher, es gibt nur ein Gott. Aber der Mensch kann sich doch gar nichts vorstellen von einem Gott, unserem Gott. Sie glauben, Sie können wissen, wie Gott ist. Das ist schon eine gewaltige Sünde. Denn Gott ist einer und in dem einen Gott sind drei Personen. Die drei Personen sind ein Gott. Und wenn jemand das ergründen will, ist absolut die Vermessenheit. Was bist du denn, du Würmchen, du? Dass du willst einen urgewaltigen Gott, der das Universum nicht mal füllen, halten kann. Zu wenig groß ist für ihn. Will ein Würmchen sagen, ich weiß, wie Gott ist. Die wollen nicht wahrhaben, dass Gott einen Sohn besitzt. Dann wissen sie nicht, dass Gott die Liebe ist. Manchmal, ja, muss Gott strafen. Wenn alles nichts mehr nützt, was machen denn Vater und Mutter, wenn das Kind durchzornt und nicht will? Entweder ein paar Klaps auf dem Po, jetzt weiß ich schon, was da jetzt im YouTube heißt. Oder stehen lassen, nicht mehr beachten, bis es wieder zurückkommt. Denn Gott ist die Liebe. Und alles, was auf Erden Liebe ist, ich meine, Gott gewollte Liebe, das ist Gott. Als Liebe. Gott kann Dinge machen, wo der Mensch überhaupt nicht kann begreifen. Und wenn der Millionen von Computern, die berühmtesten Rupp, erbauen, der Computer kann auch nur haben, was man ihm eingibt, der Mensch. Aber glaub mir, Gott gibt nichts in den Computer rein. Er lässt vielleicht zu, dass du mal die richtige Seite antippst und nicht die andere. Gewiss. Es ist eine unglaubliche Majestätsbeleidigung oder überhaupt, dass man glaubt, Gott ist so, wie wir es Mensch glauben.